So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hammerwatch. Nachdem wir beim letzten Mal uns hier schon mal auf der Ebene ein bisschen umgeschaut haben und festgestellt haben, dass wir an jedem Eck umgebracht werden, was ja was ganz Besonderes ist, das passiert ja bei mir normalerweise nie, wollen wir mal schauen, dass wir dieses Mal ein bisschen weiterkommen und möglicherweise sogar endlich mal so weit kommen, dass wir die Spitzhacke abgeben können, weil wir ja damit dann wieder neue Dingenstars erreichen können, neue Upgrades. Und Upgrades sind immer gut. Vor allem neue. Alte sind irgendwie ein bisschen langweilig. Okay. Was? Die werden geheilt? Moment. Werden die wieder geheilt? Jupp. Tatsache. Oder doch nicht? Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Also, nichts. Blöde Frage. Na, ganz toll, wie das wieder funktioniert gerade. Okay. Ich sollte die blauen Stacheln deaktivieren? Wo zur Hölle sind ja blaue Stacheln? Ich habe noch überhaupt keine blauen Stacheln gesehen. Na gut. Was auch immer. Wir haben die blauen Stacheln deaktiviert. Supi. Wären die da unten gewesen? Ach, was weiß ich. Ich weiß nur, dass wir da links noch nicht durchkommen. Das stört mich irgendwie. Ich will da durch. Da. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir machen es jetzt. Ja, wobei, ich will erst den Teleporter finden auf dieser Ebene. Natürlich steht da nochmal so ein Zeug rum. Hoppla, das war knapp. Okay, noch mehr. Oh, Combo. Au, au. Nicht so gut. Was mache ich denn jetzt? Also ich muss erstmal wieder warten. So viel steht fest. Oder ich lasse mich einfach umbringen. Dann kann ich das Warten auch beschleunigen. Dann bin ich nämlich direkt wieder geheilt. Ich habe ja immerhin noch 6 Leben. Was ist da unten? Warum leuchtet das da unten? Au. Na toll. Supi. Werde ich hier hinter getroffen? Nein. Gut. Sehr gut. Und die Gegner da sollten nicht an mich rankommen. Hoffe ich. Ja. Gut. Der Nachteil vom hier hinten rumstehen ist natürlich, dass ich trotzdem getroffen werde, weil ich einfach zu doof bin. Das kann natürlich auch immer passieren. Nein, eigentlich wollte ich sagen, dass hier die Gegner die ganze Zeit respawnen. Au. Au. Super. Und noch eine Runde. Wer hat mich noch nicht umgebracht? Wer will nochmal? So komme ich an die ran. Zumindest fast. Natürlich schon wieder kein Mana mehr. Na gut, dann warten wir halt eine Runde. Wir haben ja Zeit. Und lassen uns einfach nochmal treffen, weil ich so doof bin. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen uns die Spitzhacke jetzt holen. Scheiß auf den Teleporter, wer braucht den schon? Wir geben jetzt die Spitzhacke ab, nicht wir holen uns die Spitzhacke, die haben wir ja schon. So viel dazu.
Teleporter da unten. Achso, da komme ich sogar recht einfach hin. Huch, das geht ja schneller als erwartet. Warum habe ich beim letzten Mal so lange hierher gebraucht? Habe ich da einen anderen Teleporter genommen? Ha, was weiß ich. Na gut, geben wir die Spitzhacke ab. Thanks, back to work. Jawohl, danke. Lebensenergie. So, was gibt's hier noch alles? Sag bitte nicht, dass das alles war. Das ist ja langweilig. Okay, das war erstmal alles. Dann gibt's natürlich hier noch irgendwie so ein kleines Rätsel. Oh, und da kann ich noch rein. Und da gibt's noch einen Endercoin. Okay, hier gibt's doch mehr als erwartet. Natürlich fallen hier draußen Bomben vom Himmel. Ist ja logisch. Nein, aber fast. Und jetzt? Ach so. Okay. Na gut, ich glaube, da hinten kommt nichts mehr. Und hier komme ich in Tempel Ebene 3. Da will ich aber noch gar nicht sein, ehrlich gesagt. Ich sollte vielleicht erstmal Ebene 2 abschließen. Und ich will auch erstmal noch nach da unten. Da hat es nämlich auch noch Upgrades gehabt. Das weiß ich auch noch. Sagt er immer noch das Gleiche? Ja, der sagt immer noch das Gleiche. Der ist halt sehr gesprächig. Da unten irgendwo, oder nicht? Moment, hier war doch noch was, oder täusche ich mich gerade? Könnte auch natürlich sein, dass ich das gerade irgendwie verwechsel. Okay, ich glaube, ich verwechsel das gerade irgendwie. Ach, das war... Nein, das war nicht hier. Ach, was weiß ich. Was hast du denn noch zu sagen? Nee, mit dem haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Nee, hier konnte ich vorher... Aha. Also doch. Da unten. Aber den habe ich gar nicht gemeint. Den hat man ja vorher gar nicht sehen können. Okay, das ist ein großes Gebiet. Großes Gebiet ist groß. Ah, was ist das? Moment. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Serious Pickup. Was seid ihr denn? Was zur Hölle? Okay. Wo kommt die jetzt her? Warum sind die so viel schneller als ich? Nein, nein, bleib weg. Bleib weg. Bleib bloß weg. Wo zur Hölle kommen die her? Ich bin verwirrt. Also ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber diesmal bin ich noch mehr verwirrt als sonst. Ein Leben. Das kann ich gebrauchen. Ich verbrauche die Dinger ja quasi als das Papier oder sowas. Wo zur Hölle kamen die Bombentypis da jetzt her? Und kann ich mit denen vielleicht das hier in die Luft sprengen? Könnt ihr nochmal vorbeikommen? Nein? Moment, hier habe ich irgendwo das Herz eingesammelt, oder nicht? Hallo? Nein? Nein, ich glaube, die wollen nicht. Schade. Na gut, ich weiß jetzt auch nicht, was mir dieser eine Lebenspunkt gebracht haben soll. Aber ich will mich jetzt auch nicht drüber beschweren. Das wäre ja irgendwie doof. Komme ich hier jetzt noch irgendwo durch? Nein. Achso, sagt er eigentlich jetzt noch was anderes, der Typ, den wir die Spitze gegeben haben? Habe ich mit dem schon gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Gerade eben hat er nur Back to Work gesagt, oder? Ah, er sagt immer noch Back to Work. Na gut. Was gibt's denn hier jetzt noch?
Health Regeneration oder Mana Shield. Okay, also das Mana-Shield wäre ja eigentlich nicht schlecht. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, was das bedeutet. Das hier. Also wir regenerieren jetzt einen Lebenspunkt in 2,5 Sekunden und könnten dann einen regenerieren in 1,67 Sekunden. Was natürlich deutlich besser wäre. Hier gibt es einfach nur mehr Lebensenergie und mehr Mana. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Mehr Schaden ist natürlich gut. Increases the range of the beam from 6 to 7. Was? Das wollte ich doch. Na toll. Das wollte ich eigentlich nicht kaufen, aber ach du. Das ist mal ein großer Laser. Okay, gut, dann haben wir jetzt halt einen Riesenlaser. Moment, da wollte ich hin, oder? Jawohl. Na gut, ich wollte dieses Upgrade nicht, verdammt. Ich hätte lieber die Regeneration genommen. Aber ich habe mal wieder B gedrückt in der Gewohnheit, dass man mit B aus dem Menü rauskommt. Aber hier aktiviert man ja den Kauf mit B. Schade, schade. Also übrigens wollte ich mal wissen, hört man eigentlich einen Unterschied irgendwie im Ton zu vorher? Ich habe nochmal ein bisschen dran rumgedreht jetzt. Also ich werde das auch weiterhin machen. Ich werde immer ein bisschen dran rumdrehen von Aufnahme zu Aufnahme, um mir das jetzt so nach und nach einzustellen. Aber einfach nur mal so Interesse halber, klingt das jetzt bei euch besser oder nicht? Aha, endlich. Dieses blöde Teil. Übrigens, das Knacken, das man hier ab und zu hört, kommt, glaube ich, aus dem Spiel. Also ich glaube, da ist irgendwas am Ingame-Sound. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich das an meinem Aufnahme-Equipment hier... worauf ich das da zurückführen könnte. Also vermute ich einfach mal, dass da irgendwelche Sounds nicht ganz so korrekt abgespielt werden, wie sie es eigentlich sollten. Was ja jetzt nichts ganz so Außergewöhnliches in Spielen ist, muss man ja mal sagen. Okay, vielleicht. Okay, gut. Da hat's eine Schatztruhe. Da hat's hoffentlich viel Geld drin. Nein, nur 50. 50 ist mir eindeutig zu wenig. Ich brauche mindestens 5000 pro Truhe. Und dann hätte ich gern 5000 Truhen pro Stockwerk. Das wäre so mein Traumziel. Klingt auch eindeutig realistisch, oder? Bei so einer Anzahl wird das Spiel natürlich auch nicht langweilig, weil man alles auf jeden Fall erreichen kann. Only 4 more to go. Och, komm schon. Was zur... Könntet ihr mal drauf gehen? Danke. Natürlich wusste ich übrigens jetzt gerade nochmal vergiftete. Ah, Moment, da kann ich durch. Ich weiß ja jetzt mittlerweile an, dass man das erkennt. Okay, diesen Raum finde ich sehr gut. Den kann ich jetzt wirklich gebrauchen. Bin mal gespannt, was diesmal da rauskommt. Okay, das finde ich in Ordnung. Damit kann ich leben. Mit dem Leben. Haha. Okay. Lassen wir das. Da rechts geht's auf jeden Fall noch weiter. Da wollen wir natürlich dann auch als nächstes hin. Nein, da rechts geht's nicht weiter, weil... Wo geht's denn dann jetzt weiter? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ach, da rechts. Das andere rechts. Das rechts, eins weiter oben. Natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? Ah, verdammt. Hängen geblieben. Oh, Moment. Das, nein. Oh, nein. Mist. Verdammt.
Das lief jetzt nicht so gut. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich jetzt meine Range-Attacke da reinsetzen in die Mitte. Wie viel kostet die? 35? Ja, okay. Oh nein, das... Oh... Merke, nicht vorher von dem Laser treffen lassen. Der zieht Mana ab. Ach, Mist. Vielleicht gehe ich doch lieber oben rum. Au, Mist. Mist, Mist. Ja. Ach so, da ist jetzt der lange Laser natürlich praktisch gewesen. Und das ist ja auch definitiv bei diesem Ding da, wenn man sich nicht gerade treffen lässt. Wie gewisse Menschen. Hust, hust. Ich nehme mich da natürlich eindeutig aus, weil ich lasse mich ja nie von diesem Teil treffen. Das wäre wirklich das erste Mal. Na toll, und jetzt habe ich es nicht mal erwischt. Wie viel hält das Ding denn bitte schön aus? Na danke. 10 Mana. Der ganz schön lausig ausbeute dafür, dass ich schon wieder fast draufgegangen wäre. Naja, gut, ich will mal nicht so sein. Ich kann jetzt immerhin endlich meinen Kreis da rein. Der macht dir nicht mal Schaden? Natürlich macht er den keinen Schaden. Das war ja klar. Darauf hätte ich von selbst kommen können. Achso, so komme ich natürlich auch ran. Daran hätte ich auch vorher denken können. Ist irgendwie logisch. Naja, gut. Ich denke halt einfach nicht an sowas. Das ist mir zu einfach. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Sonst wäre es ja langweilig. Und natürlich habe ich auch gleich kein Mana mehr. Was ja jetzt auch nichts Neues ist. Okay, gut. Immerhin hat es gereicht für diesen Gegner. Den da kriege ich auch noch. Den kann ich eigentlich auch so holen. Vielleicht doch lieber von der oberen Seite. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht so viele Gegner von unten anlocken. So, so geht's doch. Okay, gut. Schön, ich kann endlich mal wieder speichern. Ich weiß nicht, ob ich hier speichern will, aber ich tue es einfach mal. Also ich will auf jeden Fall mal die Dinger hier wieder loswerden. Aber das klappt irgendwie nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Überraschung. Na komm schon. Geht doch. So, jetzt nur noch die. Ach, natürlich. Wie viele von diesen dämlichen Zeigen stehen hier denn rum? Das ist doch nicht normal. Irgendwie ist das Mana-Schild ja schon ein bisschen unpraktisch. Dadurch, dass man so viel Mana verliert. Dass man auch anderweitig gut gebrauchen könnte.
Wie lange geht eigentlich die Folge? Ah, okay, 20 Minuten. Vielleicht soll ich mal wieder Schluss machen. Moment, die da nehme ich noch mit. So. Gut, dann stelle ich mich mal da auf den Speicherpunkt und würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.